Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren die Frage, ob es zumutbar, angemessen und richtig ist, abgelehnte afghanische Asylbewerber nach Afghanistan zurückzuführen. Und wenn in der Debatte der Eindruck erweckt wird, es handele sich bei Afghanistan um einen sicheren Herkunftsstaat, dann ist das nicht zutreffend. Wir sehen das nicht so. Wir sehen das nicht so, weil wir genau sehen, dass die Sicherheitslage in Afghanistan schwierig und kompliziert ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir gestern über die Fortsetzung des Mandats Resolute Support diskutiert haben und entschieden haben, weil wir natürlich wissen, dass die Sicherheitslage in Afghanistan schwierig ist und dass wir noch einiges unternehmen müssen, um die afghanischen Sicherheitskräfte zu ertüchtigen und ihnen zu ermöglichen, die Sicherheitsverantwortung in Afghanistan eigenverantwortlich und gut zu erledigen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist heute immer wieder davon gesprochen worden, dass wir eine Anerkennungsquote der Asylbewerber von 50% bei den Afghanen hätten. Dem ist aber nicht so. Wir haben eine Schutzquote von 50% bei den afghanischen Asylbewerbern. Und was bedeutet es, wenn man sich einmal die Zahlen aus dem Jahr 2016 anguckt? Die echte Anerkennungsquote, entweder nach Artikel 16a des Grundgesetzes oder der Genfer Flüchtlingskonvention, liegt bei etwa 20% bei den Afghanen. 10% haben subsidiären Schutzstatus. Und weitere 10% sind deshalb in Deutschland, weil ein Grund nach § 60 Absatz 5 Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt, weil man also gerade die schwierige Sicherheitslage im Herkunftsland berücksichtigt und einpreist. Und damit ist doch eines deutlich. Natürlich findet eine individuelle Prüfung darüber statt, ob Fluchtgründe vorhanden sind, ob Anerkennungsgründe vorhanden sind und auch darüber, ob die Rückführung in das Herkunftsland zumutbar ist oder nicht. Und deswegen ist es schlicht ein Popanz, der hier aufgebaut wird von der Opposition. Es ist Hysterie, die Sie vermitteln, die nichts mit der Realität in Deutschland zu tun hat, sondern es ist das Gegenteil davon. Wir gehen verantwortungsvoll mit diesen Herausforderungen und Pflichten um. Und wenn man dann mal darüber spricht, wie denn eigentlich die Sicherheitslage in Afghanistan ist, dann finde ich es bemerkenswert, dass hier an diesem Pult über nicht öffentliche Protokolle und nicht öffentliche Berichte der Bundesregierung gesprochen wird. Es gibt aber öffentlich zugängliche Berichte, etwa den SIGAR Report des amerikanischen Senats, wo ganz genau dargestellt ist, wie sich die Sicherheitslage in Afghanistan darstellt. Und die ist eben different. Es ist ein Unterschied. Nicht nur in den 34 Provinzen Afghanistans, sondern in allen 407 Distrikten Afghanistans ist es unterschiedlich. Und da gibt es eben 268, das sind etwa 2/3, die unter der Kontrolle der Regierung sind. 2/3 der Afghanen leben unter im Großen und Ganzen sicheren Verhältnissen. 36 sind in den Händen der Aufständischen und 104 dieser Distrikte sind in Gefahr. Und deshalb muss man ja genau darauf eingehen. Berücksichtigen Sie bitte auch Folgendes. Es gibt ja nicht nur 3000 Afghanen, die freiwillig aus Deutschland zurückgekehrt sind, sondern wir haben eine Situation, dass mit zunehmender Geschwindigkeit afghanische Flüchtlinge beispielsweise auch aus Iran und Pakistan in ihr Land zurückkehren. Wenn Sie sich einmal die Zahlen aus Pakistan anschauen, von Januar bis Juni diesen Jahres 8.704 Rückkehrer und seit Juli 155.000 Rückkehrer aus Pakistan nach Afghanistan. Und das sind nur die Registrierten. Tatsächlich ist es so, dass mit den Unregistrierten etwa 300.000 bis 400.000 afghanische Flüchtlinge aus Pakistan zurückgekehrt sind. Und wenn man sich das mal anschaut im Land, dann gibt es nicht nur Bereiche, die sicher sind, sondern es ist eben tatsächlich auch so, dass auch bei denen, die innerhalb des Landes auf der Flucht sind, es sind etwa 1,2 Millionen Menschen, es klare Bereiche gibt, nämlich etwa die städtischen, in denen Schutz gesucht wird innerhalb des Landes. Und es ist doch ein klarer Beweis dafür, dass nicht ganz Afghanistan unsicher ist, sondern dass dieses Land, das eine Fläche hat, die doppelt so groß ist wie Deutschland, dass es dort eben sehr wohl Bereiche gibt, in denen man sicher leben kann. Und die Afghanen nehmen diese Möglichkeit auch wahr. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es auch wichtig, sich genau anzuschauen, wo die Probleme liegen.
Wir haben große Probleme etwa im Bereich der Sicherheitskräfte. Die sind Opfer von Anschlägen. Wir haben allein im letzten Jahr 7000 afghanische Soldaten und Polizisten gehabt, die ums Leben gekommen sind. Etwa 14.000 Soldaten und Polizisten, die schwer verletzt wurden. Wir haben klare Zuordnungen. Und deswegen möchte ich Sie einfach fragen an dieser Stelle. Wir haben gestern über die militärische und auch die zivile Unterstützung Afghanistans gesprochen. Es sind nicht nur Soldaten aus Deutschland in Afghanistan. Es sind insgesamt etwa 1.300, 1.400 Deutsche, die als Soldaten und als zivile Aufbauhelfer in Afghanistan tätig sind. Die schicken wir in dieses Land, damit sie es wieder aufbauen, damit sie es sicher machen und dass sie persönliche Perspektiven schaffen. Warum soll es jungen afghanischen Männern nicht zuzumuten sein, ebenfalls in dieses Land zurückzugehen und einen Beitrag dazu zu leisten, es wieder aufzubauen? Wir können helfen, aber es müssen die Afghanen sein, die Afghanistan wieder aufbauen. Und deshalb glaube ich, liegen Sie völlig falsch mit Ihren Schlussfolgerungen. Wir unterstützen unseren Bundesinnenminister und erwarten von ihm, dass er auf diesem Weg konsequent weitergeht. Herzlichen Dank. Der Kollege Armin Schuster hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.